Der nächste Vierjährige, das ist Rom. Und so langsam führen auch alle Wege nicht nur nach Rom, sondern auch die der tollen Dressurvererber hier nach Emsbüren. Er wurde Prämienhengst seiner Hannoveraner Körung vor 2 Jahren. Und wie gesagt, jetzt 4-jährig hält er ganz besonderes, modernes Dressurblut in sich vereint. Sein Vater ist Revolution, diese Ausnahmeerscheinung unter dem Dressursattel. Die Nachkommen sind allesamt rittig, genauso wie uns Rom das gleich auch demonstrieren wird. Sein Vater Revolution vom Rocky Lee mal Ruletto ist gerade 9-jährig, schon Grand Prix fertig, ein absoluter Modellathlet. Und diese Genetik gibt er auch an seine Nachkommen weiter. Dann hier über Donna Schwe mütterlicherseits weitergezogen, der Donna Hallsohn und Lancer 2. Ja, René, auch den hast du entdeckt für dich, auch für den hast du dich entschieden. Und was ist deine Einschätzung zu Rom? Ja, zu Rom muss ich sagen, in den letzten 2-3 Monaten hat er die Corona-Zeit wirklich genutzt zum Reifen. Unheimlich locker geworden und ich habe ihn 2-3 Mal im Training gesehen und er hat das unheimlich gelassen. Das ist eine super Aufrichtung immer und ja, alles, was man ihn so abfordert mit seinen 4 Jahren, macht er eigentlich sehr überlegen und lässig. Wie man noch sehen kann, jetzt auch gut, er hat eine außergewöhnlich gute Reiterin, finde ich, die ihn wirklich solide ausbildet und wie man sehen kann, teilweise schon in einer guten Versammlung ein paar Schritte. Ja, ich bin richtig begeistert, wie er sich in den letzten 12 Monaten entwickelt hat. Dann ist das natürlich dieses besondere Dressurblut, was gerade mit Revolution gepusht wird. Diese klassische Anpaarung dann über Donnerschwee von Donnerhall und hinterher raus nochmal Lancer 2, also Landgrafblut, auch nochmal Springveranlagung. Ist das wichtig für dich als Springexpert aus deinen Augen? Ja, für mich ist ein bisschen Springblut beim Dressurpferd nur vom Vorteil. Dadurch kommt noch ein bisschen mehr Kraft im Hinterbein. Und mittlerweile durch 10 Jahre Erfahrung haben wir jetzt auch schon ein bisschen mehr Kenne vom Dressurpferd. Und ja, also ich bin immer ein bisschen oder bin begeistert, wenn auch hinten im Dressurblut hinten ein bisschen Springblut mit drin ist. Einfach um die Last ein bisschen aufzunehmen, fällt ihnen alles ein bisschen einfacher. Wie man auch hier sehen kann im Galopp. Schöne Aufrichtung, schön gerade gerichtet. Schon für 4-jährig super eine Spur, finde ich. Habe auch das erste Fohlen schon gesehen, ein Stutfohlen. Ist vor 5 Tagen geboren. So die Farbe von ihm, Dunkelfuchs. Besitzer wollte jetzt nicht, dass wir das Fohlen schon jetzt zeigen, aber das, was ich sehen konnte, ich habe einmal draußen am Pflaster gesehen, sah sehr vielversprechend aus. Und er ist ja mit seinen 1,70 Meter schon recht groß im Rahmen stehend und trotzdem weiß er mit seinem Körper umzugehen. An dieser Stelle muss ich auch Kira nochmal ein ganz großes Lob aussprechen, die das Pferd wirklich in den letzten Monaten top ausgebildet hat. Hat ja auch eine sehr gute Prüfung gemacht, auch vom Fremdreiter top Noten bekommen. Und ja, das zeigt einfach die solide und gute Ausbildung von Kira. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle und ich hoffe, dass die beiden ein bisschen zusammenbleiben. Tja, viel mehr muss ein 4-Jähriger an dieser Stelle nicht zeigen, als diese Gelassenheit, diese Abgeklärtheit, dieses rhythmische und im Takt gleichsam daherschreitende Wesen, was wir hier gesehen haben. Rom. Vom Revolution mal Donnerschwe Lancer 2.